Moin Junge, wer bist du? Hallo, mein Name ist Alan Grant und du? Ah, auch Alan Grant, schön. Schön, dich kennenzulernen. Hey Blackie. Hey Blackie. Hey. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardrim zu einem neuen Part Lego Jurassic World mit dem Zwergenfürst. Wir sind hier natürlich in Lego Jurassic Park 3. Part 3 heute und ja, starten mal auf der nächsten Levelplatte. Alan, kommst du mit? Heute wird es hier urlaubsreif. Die Küste heißt das erste Level. Na denn, wir sind hier nur zu zweit. Alan Grant und Eric Kirby. Wen anders haben wir hier gerade nicht zur Verfügung. Die anderen sind wohl irgendwo anders. Die hängen irgendwo ab, machen Urlaub am anderen Ende der Küste. Ja. Und nein, 100% werde ich dieses Let's Play garantiert nicht machen. Das kann ich euch schon versprechen. Das werde ich nach der Story beenden. Das ist euch garantiert. Und da müsst ihr den 100% Teil nicht noch ertragen. Das habe ich aus Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, gelernt. Ich habe da gerade eBay verstanden. Der hat ganz bestimmt nicht eBay gesagt, oder? Ja. Gut, dass ich noch gut Sachen verstehen kann. Naja, diese kleinen Viecher, die nerven auch hier extrem. Ich will ja nicht die Wissenschaft in Frage stellen, aber gab es wirklich solche kleinen Viecher? Im Dino-Zeitalter? Ich glaub's, ich will es irgendwie nicht glauben, sicher. Die sind ja noch kleiner als Gnome, noch kleiner als Zwerge und Hobbits. Das ist, gibt's doch ja nicht. Das ist die kleinsten Geschöpfe, die ich jemals gesehen habe. Im Fantasiebereich natürlich. Nach Ameisen, Kakerlaken, Spinnen. Na gut, Frösche sind auch kleiner. Mäuse sind auch kleiner. Ach ja, komm. Was ist das hier meiner? So. Da sind noch mehr von diesen kleinen Viechern. Die sind aber verdammt klein. Für Dinos sind die viel zu klein. Für Dinos. Kann ein Dino so klein sein, frage ich mich. Naja. Ist ein Wissenschaftler hier, dann schreibt das mir in die Kommentare. Wie die Evolution sich sowas ausdenken kann. Wie alles um dich herum. Wie alle Dinos so irgendwie 200 Meter hoch sind und es dann solche Dinos gibt, die dann so irgendwie 10 cm groß sind. Wenn es hochkommt. Aber auch nur, wenn es hochkommt. Die sehen eher nach 2 cm aus. Da knatscht es ordentlich unter meinen Füßen. So, wo entlang? Dort entlang. Das sieht genau richtig aus. Schon etwas entspannter, dieser Beginn des Parts. Und wenn die Dinos hier nicht wären und uns ständig hier am Bein knabbern würden, wäre das ordentlich, das Level hier. Wäre es schon schöner. Ein entspannter Spaziergang an der Küste entlang. Strand ist es ja keiner. Wir sehen nirgendwo Sand. Oder Steine. Gibt ja auch Stein, Sand, Strände. Muss nicht unbedingt auch Sand sein. Tut dann schmerzhaft weh, wenn du barfuß drüber läufst. Über einen Stein. Sand, Stein-Dingens. Steinküste. Sollst du nicht machen.
So, eine Leiter. Das sieht doch schon vielversprechend aus. So, was machen wir hiermit? Nicht viel. Okay, ich hoffe, es hat was gebracht. Hat wahrscheinlich irgend so einen Unterschlupf verdeckt, wo die kleinen Drecksviecher hier rauskriechen. Und dann ist ja perfekt. Je weniger von diesen Mistviechern, desto besser bin ich hier dran. Desto ruhiger habe ich es hier. Da muss ich mich nicht mit den Krähen hier. Warum springen denn alle hier gleich runter? Das ist hier auch so eine Sache. So, hier drüben mal ein Geheimversteck gefunden. Oder geht's hier direkt weiter? Oha, da ist schon ein großer Dino. Der hat dich gerade gesagt, es wird hier idyllisch und ruhig. Und dann haben wir da so einen. Haben wir da so einen großen. Wie kommen wir an dem denn vorbei? Gibt es dann Option? Ah, Tarnmantel. So kriegen wir es hin. Da sieht er uns nicht. Da können wir hier vorbei an ihm und Fossilstück A einsammeln. Dann hier mal den Umweg machen, um die paar Stats einzusammeln. Denn wie ihr wisst, in Lego-Spielen bin ich immer geldgeil. Und so. Dann können wir den Tarnumhang, glaube ich, auch mal ablegen. Und mal wieder zurück. Nur dafür war dieser Teil des Levels gut. Wenn es nur das ist. Ach, Alan Grant schlägt sich dort mit dem kleinen Fratz rum. So, dann machen wir Hops und gehen da hoch. Vielleicht auch, wenn es sein muss, über diese Treppe hier. Wo bleibt denn immer der andere Charakter? Der kommt immer nicht her, hinterher. Der bleibt irgendwie immer zurück. Egal welchen ich spiele, der andere haut irgendwie, guck mal, der läuft da immer sofort zurück, der macht gleich mal einen Satz rückwärts. Keine Ahnung, Leute, fragt mich nicht, warum das so ist. Ich verstehe es nicht. Och nee, diese kleinen Pisser hier, die können sich mal verdünnisieren. So, ich brauche viele goldene Satz, weil ich die wahre überlebende Mission freischalten will. So, kann das hier machen? Kann ich das? Jo, hüpf mal in die Scheiße. Hol mal etwas raus. Ist ja auch ordentlich. Das ist ordentlich lecker hier. Einfach einen riesen Haufen Kotz hier einfach mal reinzuspringen. Mache ich auch immer so in meiner Freizeit. Sehe auf der Straße so einen Haufen, so einen 2 Meter großen Haufen Kot und verspüre ich immer das Bedürfnis, mit dem Kopf voran da reinzuspringen. Wer tut es nicht? Wer hat nicht dieses Bedürfnis, in einen 2 Meter hohen Scheißhaufen reinzuspringen und darin nach Sachen zu wühlen? So. Jetzt muss ich mal über was anderes reden, weil wenn ich zu viel darüber rede, muss ich das als Thumbnail nehmen und das wird ein bisschen kritisch. Einen 2 Meter hohen Gotthaufen auf dem Thumbnail habe. Also. Bevor ich scheiße drumherum laber, zeige ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus. Mor? So, Buddeln geht auch im Boden, muss man nicht für in einen riesigen Haufen springen. Dass man kein Trampolin ist, wollte ich gerade sagen. Das sieht aber nicht gerade sehr nach einem Trampolin aus. So, was wollen wir damit? Durchgucken wahrscheinlich. Ein U-Boot. Ja, da ist ein Boot. Ist das ein U-Boot? Schaut aus wie eins. Beschädigt. Telefon. Der Satellitentelefon. Oh, Eric. Okay. Da haben sie sich wieder gefunden. Hatte es zuletzt. Er muss es gehabt haben. Das ist bestimmt im Maul eines Dinos. Weil er gefressen wurde. Aber sowas von. In der Hängematte. Ach ja, der Lego-Humor. Ich liebe ihn. Und wo sind wir hier?
Es wirkt etwas dunkel. Im Käfig. Sind wir gefangen? Nein. Sie haben Erik. Oder Eric. Wie du es aussprechen magst. Och nein. Er wird Futter. Er wird Futter für die Kleinen. Na toll, und wir irren hier im Düstern rum. Na dann. Zacke die Duster mal hoch zum Nest. Wir dürfen den nicht einfach im Stich lassen. Das wäre der komplette Wahnsinn, wenn wir ihn einfach im Stich lassen würden. Okay, das war nicht klug. Wie denn? Ach so, ich muss da einmal Anlauf nehmen und hier. Naja. Ach so, ja, er hat ja den Fallschirm. So geht's natürlich. Ist ein bisschen weit zum Springen, also. Ja, ein bisschen. Ja. Ich würde es empfehlen, dass man über solche Klüfte nicht direkt springt. Naja, reinfallen ist jetzt auch nicht die beste Lösung. Sofern man überlebender sein will. Ich habe jetzt natürlich alles das wieder verloren. Das ist schön. Wenn man wahrer Überlebender werden will, braucht man ein paar Stats. Das habe ich nicht gesehen. Sorry. Ich dachte, es wäre fester Boden. Ah, ist heute Fail. Let's fail. Wie geht denn das? Ich muss mich da irgendwie dran ins Land hangeln. Ja, hops. Ist klar. Nö, Stats. Kann's mir jemand verraten? Ach so, er kann es. Der Rest des Teams kann es nicht. Macht Sinn. Er kann sich dran lang schwingen. Ach sie, Amanda Kirby. Ach so, ich habe den Namen nicht gelesen. Ach natürlich. Fällst du auch noch mal runter. Wollen wir den anderen auch noch runterschubsen? Hier, der ist noch nicht runtergefallen. Den müssen wir hier noch mal. So. Haben wir ihn auch mal getötet. Jetzt haben wir alle im Team mal umgebracht. Dann haben wir es vollständig. So, hier mal. Oh, nicht Stats sammeln. Also, ja, große Hoffnung auf Erfolg bei der... Oh, er kann da durch. Den haben wir leider nicht im Team. Bei der Mission Geld sammeln ist jetzt hier nicht so wirklich drin. Was ist denn das? Was bist du für ein Vogel? Ein riesiger Vogel. So. Ja, hier mal. Hat der nicht eine Waffe? Hat der nicht eine Schusswaffe? Hatte wohl einmal. Irgendwo früher eines frühen Tages hatte er eine. Okay, hier einmal was durchschneiden, vielleicht bringt es auch was. Ah, natürlich. Aber wozu war die Zielscheibe da? Was kann ich mit dir machen? Naja, soll mir egal sein. So. Ja, hier. Jetzt hat er doch eine Waffe. Ach nein, nur ein Haken. Zerstören wir jetzt ein Nest oder was? Das finde ich nicht so clever. Okay. Ist das jetzt das Nest oder? Nö, das scheint nicht das Nest zu sein. So, Alan Grant mal aufbauen hier. Oh, ein Gerippe hier. Ein Skelett, auf dem wir hier entlang gehen. Hauptsache, wir haben was zum entlang gehen. Wenn es auch nur ein Skelett ist, das finde ich zwar ein bisschen widerlich, aber... Und wenn es sein muss. Und der Vogel greift an. Hat denn niemand etwas Vogelfutter für die Biester? Ich bin mal so wahnsinnig und kletter da hoch. Ja, das ist tatsächlich wahnsinnig. So, ich habe mal was zu bauen.
Ah, okay, das ist, scheint eine Wasserspritze oder sowas ähnliches zu sein. Was uns helfen könnte. Eine Rakete. Okay, das ist kreativ, Lego. Das ist eine kreative Idee. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Eine Rakete hinzubauen. War, glaube ich, im Film keine Rakete. Das muss irgendwie anders gemacht worden sein. So, der Fallschirm, der ist ziemlich praktisch. Das ist immer schön, dass wir sowas haben. So, hier ein Trampolin. Das ist schön. Trampoline mag ich. Macht Spaß drauf zu springen. So. Zu springen natürlich, nicht springen. Schwingen ist was anderes, aber ja, kann man natürlich auch. Was machen denn diese ganzen Dinger hier? Sind das 100% Missionen oder Zielscheiben? Ich glaube, ich kann die aktuell nicht aktivieren, aber was soll's? Wir wollen hier erstmal runter. Oha, vom 10er-Turm oder was? Er wird's schaffen, denke ich. Hui! Hui! Wir fliegen! Das ist eine gefährliche Aktion hier. Ja, in der Tat sehr gefährlich. Wo wollen wir hin? Hier drüben hin? Wollen wir zu diesem Teil ist dort oder? Scheinbar wollen wir dorthin. Komm, Erik! Wir haben ihn! Mit dem Fallschirm fliegen. Das muss episch sein. Oh! Den haben wir hart erwischt. Nein! Sie fallen. Landet. So sind wir aus dem Vogelkäfig. Aber rein ins Unwetter. Und rein in die Klauen einer riesigen Bestie. Ja, sozusagen. Raus aus der Pfanne, rein ins Feuer. Wenn man es so haben will. Mist. Und was machen wir hier? Auf hoher See hier noch. Er ist auf seinem Floß. So schaut's aus. Und der Dino ist groß genug, um durchs Wasser zu warten. Wo sind wir? Was tun wir? Wir müssen ihn retten. Er ist auf hoher See. Wir müssen ihn irgendwie daraus befreien. Ach nee, diese kleinen Viecher wieder. Das freut mich doch, euch wieder zu sehen hier. Ich meine, die Grills, die machen noch... Dann brauchst du doch gleich 100 von denen, um satt zu werden, oder? Daraus kannst du doch kein vernünftiges Stück Fleisch kriegen, oder? Und zu klein. Schon nur, wenn du dann so ein T-Rex mal erledigt und gebraten hast, hast du ordentlich Steak. Was ist das Steak für ein ganzes Jahr? Ich weiß bloß nicht, ob Dino-Fleisch so unbedingt gut schmeckt. Also ich weiß nicht, ob das mein Fall wäre, aber wie schmeckt Dino-Fleisch? Das ist dann auch so eine Sache. Wir werden das nicht herausfinden. Es sei denn, ihr findet eine Zeitmaschine. Jemand von euch erfindet die Zeitmaschine und baut eine für mich. Da wäre ich ihm sehr dankbar, weil eine Zeitmaschine, die habe ich mir schon seit Kindestagen gewünscht. Da würde ich gerne mal mit Reisen in die Vergangenheit. In Zukunft nicht unbedingt. Ich brauche nicht wissen, was die Zukunft so macht, aber ich würde gern so erleben, was ich so in meiner Vergangenheit angestellt habe. Ich würde mich gern, würde mir gern selbst dabei zuschauen, was ich so in meiner Vergangenheit für Scheiße angestellt habe. Okay, sind noch nicht fertig oder was? Müssen wir noch was machen hier? Oh, ein Minikit. Ah, wir müssen mit ihm rüberfliegen. Hui! Wir sind ein bisschen wasserscheu. Ist gleich wieder zurückgesprungen. Das macht das Spiel automatisch. So. Sieht nach Festland aus, halbwegs. Nach einem Steak zumindest. Steak, nicht Steak. Nicht das Grillsteak, sondern... Okay, er kann es nicht zerstören. Okay.
Also wenn jemand von euch eine Zeitmaschine erfinden sollte, sagt was mir Bescheid. Ich bin mit dabei, also ich darf dann bitte einmal. Was? Wo? Wann? Wie? Achso, das zerschießen. Gerne. Ich reiß dann bitte einmal in die Vergangenheit. Und dann zurück in die Zukunft. Mit Dr. Brown. Was muss ich hier tun? Was muss ich machen? Was ist meine Aufgabe? Kann ich mit ihm jetzt weiterkommen, oder? Jo, so sieht's aus. Ist ziemlich düster hier, das Level. Die letzten Level hier sind ein bisschen extremst. Ah, mit dem Kran hier kann ich jetzt irgendwas anstellen. Ah, sowas hier anheben. Oder öffnen, oder was auch immer. Keine Ahnung. Was habe ich gerade gemacht? Jetzt stellt das Spiel von selbst. Okay, ein Dino ablenken. Aber episch hier. Ich sag ja, Donner, Blitz, Regen, Dino im Dunkeln, das ist ordentlich, ordentlich. Ist eine prima Atmosphäre hier. Das Spiel, gerade aktuell. So. Wir sollen hier irgendwas benutzen, aber ich hab nichts, was ich benutzen könnte. Kann ich jetzt wieder mit ihm hier schießen, oder wie läuft die Sache hier ab? Scheint so. Da mal drauf schießen. Zack. Das scheint ihn zu verschrecken. So. Da hängt er sich sehr demonstrativ an das Gerüst. Das hat ihn leider nicht ausgehalten. Er ist ein bisschen zu schwer und Dino. Kann mich nicht daran erinnern, dass es so eine Szene im Film gegeben haben soll. Egal. Scheinbar hat es was mit dem Film zu tun, sonst wird es hier nicht drin sein. Oh, wer sind denn die? Das ist im Militär. Das Militär kommt uns retten. Oh, der Dino bestellt was. Im Asia-Restaurant. Bestellt eine Asia-Pfanne. Och, der arme Dino. Kriegt da seine Asia-Pfanne nicht. Schon, er fliegt davon. So, wir haben Lego Jurassic Park Nummer 3 abgeschlossen in diesem Part. So, erwartungsgemäß noch 3 oder 4 Parts. Dann haben wir das Let's Play beendet. Im nächsten Abspann kommt dann das Fazit. Das ist jetzt noch nicht das Fazit für euch. Das kommt erst im nächsten Teil. Das ist dann nach dem 4., also nach Jurassic World, nach dem 4. Film. Dann habe ich das Let's Play dann auch beendet. Also maximal noch 5 Parts wird das Spiel hier dauern. Ich denke eher so 3 Parts noch. Also bisher war nur Teil 1 in 4 Parts, in 5 Parts aufgeteilt. Teil 1 war Nummer in 5 Parts und Nummer 2 war in 3 Parts und Nummer 3 jetzt in 3 Parts. Also vielleicht wären es 4 Parts. Das wäre schön, wenn es dann 4 Parts wären. Aber ich beende dieses Let's Play jetzt an dieser Stelle. Nein, nicht dieses Let's Play, diesen Part jetzt. An dieser Stelle, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Das Let's Play geht noch ein bisschen weiter. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, nicht den nächsten Part von Lego Jurassic World, dann wirklich Lego Jurassic World, verpassen wollt. Lasst ein Abo da. Ja, habe ich schon gesagt. Mist, ich wiederhole mich. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Teilt dieses Video an alle Leute weiter, die ihr so kennt und gekannt habt. Ich habe ja noch Kontakt zu ihnen. Und ja, oder ihr reist in die Vergangenheit mit der Zeitmaschine, die ihr gebaut habt. Und ihr wisst Bescheid.
Na, gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Video mit mir, dem Zwergforst. Haut ordentlich rinne. Ciao, ciao.